Hat der Häuptling der Apachen den Ort entdeckt, an dem die Krieger der Shoshonen ihren Lagerplatz haben? Winnetou ist ihrer Fährte gefolgt. Die Spur führt dort links über die Anhöhe in ein kesselförmiges Tal. Sind es Wohnzelte? Nein, es sind Kriegszelte. Und ihr Anführer ist der tapfere Büffel. Ich habe ihn an seinen drei Narben auf den Wangen erkannt. Winnetou sah weiter zwei Weiße, die von den Shoshonen gefangen genommen waren. Der eine war Jamie Petachi, der andere war der Mann, der schlecht zu Fuß geht und den ihr Hobble Frank nennt. Du wirst sie befreien wollen, so werde ich mit dir gehen. Sie waren mit anderen zusammen auf dem Weg zum Yellowstone, um dort einige Weiße aus den Händen der Sioux zu befreien. Uff! Die Hunde der Sioux haben sich vergeblich auf die Beine gemacht. Wir werden zuerst Jamie und Hobble Frank befreien und dann gemeinsam mit ihnen hinauf zum Yellowstone River reiten. Soll ich den Wächter übernehmen? Nein, den nehme ich. Ich kenne meinen Hieb. Auf den kann ich mich verlassen. Ist er betäubt? Ja, fessle ihn. Die Gefangenen sind nicht im großen Zelt. Wer ist denn in diesem Zelt? Der Häuptling. Das ist gut. Wir werden alles ohne Kampf und Blutvergießen machen. Wir schnappen uns den Häuptling und damit bekommen wir die anderen frei. Es hat geklappt. Ich habe ihn. Was machen wir mit dem Wächter? Den nehmen wir auch mit. Jeder von uns einen. Dann haben wir eben zwei Geiseln. So, hier sind wir sicher. Tapferer Büffel ist zu sich gekommen. Tapferer Büffel, du trägst nicht die Farben des Krieges. Warum trittst du gegen friedliche Leute feindlich auf? Der Häuptling der Shoshonen ist wohl stumm vor Angst. Tapferer Büffel kennt nicht Angst, fürchtet nicht Feind und Tod. Du trägst nicht die Farben des Krieges und dennoch hast du zwei Bleichgesichter gefangen genommen. Tapferer Büffel war nicht bei seinen Kriegern, als das geschah. Das ist keine Entschuldigung. Dann hätte er sie wieder freilassen müssen. Du hast das nicht getan. Die Shoshonen verkehren in den Siedlungen der Weißen und dennoch passierte das. Handelt so ein tapferer Krieger? Bist du vielleicht ein Tapferer? Hast du einen Namen? Aber bei den Bleichgesichtern dürfen auch Memmen Waffen und Namen tragen. Du weißt, dass tapferer Büffel kein Schwachherz ist. So lass die beiden Weißen frei und kämpfe nachher offen und ehrlich mit ihnen. Sie haben es gewagt, am See des Blutes zu erscheinen. Dieses Gebiet ist heilig, denn die Geister erschlagener Shoshonen irren dort umher. Sie müssen sterben. Dann stirbst du auch. Der tapfere Büffel sagte schon, dass er den Tod nicht fürchtet. Er wünscht ihn sogar. Er ist von einem Bleichgesicht in seinem eigenen Wigwam gefangen worden. Er hat seine Ehre verloren. Er wird im Grabe nicht stolz auf seinem Pferd sitzen, sondern wird im Sand liegen und zerhackt von den stinkenden Aasgeiern. Ich gebe dem tapferen Büffel sein Leben und seine Freiheit wieder, wenn er die Bleichgesichter freilässt. Tapferer Büffel kann so nicht weiterleben. Bindet mich an den Marterpfahl. Ich werde dich nicht an den Todespfahl binden. Du würdest nutzlos sterben. Denn die Gefangenen würde ich doch befreien. Versuche es. Mich hast du besiegt. Aber es lebt Mohan, mein Sohn. Er wird mich rächen. Ihm wirst du nicht entkommen. Der gefangene Wachtposten ist sein Sohn. Bring ihn her. Uff! Auch tapferer Büffel ist gefangen? Es wird ein Wehklagen geben im Lager der Shoshonen. Schweig, keine Squaw wird wehklagen. Wir haben uns von diesen Bleichgesichtern überfallen und fangen lassen. Schande über den Vater und Schande über den Sohn. Davy, holt alle anderen herbei. Nur Winnetou soll sich noch nicht sehen lassen. Nun, mein Angebot gilt. Eure Freiheit gegen die der beiden Weißen. Mein Wort gilt. Wir sind ohne Kampf in eure Hände gefallen. Wir wollen und müssen sterben. Aber auch die beiden Bleichgesichter und alle, die noch in die Hände der Shoshonen geraten. Warum spricht der tapfere Büffel nicht weiter? Auch diese beiden Kundschafter sind in unserer Hand. Wir sind nicht gekommen, um die tapferen Krieger der Shoshonen zu töten. Wir wollen die Ogallalas züchtigen, die aufgebrochen sind, alle Weißen zu töten. Kehrt in eure Zelte zurück. So, ich habe eure Fesseln gelöst. Frei sollen wir sein? Frei? Wir sollen erleben, wie man mit den Fingern auf uns zeigt? Niemals! Tapferer Büffel! Winnetou? Hält der Häuptling der Shoshonen Winnetou für einen Kojoten? Wer wagt es, das zu sagen? Du selbst! Hast du nicht diejenigen, die dich besiegt haben, namenlose Hunde genannt? Ist Winnetou der Sieger? Ja. Und mein weißer Bruder, der neben mir steht. Uff, uff! So ist dieser weiße Old Shatterhand? Ja, ich bin es.
Muss mein roter Bruder deshalb in den Tod gehen? Nein, er darf leben bleiben. Ihr wollt gegen die Ogallalas kämpfen, so folgt mir und meinem Sohn in das Lager unserer Krieger, um dort die Pfeife des Friedens zu rauchen. Und eure weißen Brüder sollen frei sein. Sie können kaum Butlers Ranch erreicht haben. Und wir sind vor ihnen sicher. Lasst aber die Feuer brennen. Und der Weg von Butlers Ranch hinauf zum Canyon? Ich habe gehört, er soll sehr gefährlich sein. Das möchte ich nicht gerade behaupten. Man muss nur sehr vorsichtig sein, wegen der Geyser. Und diejenigen Stellen vermeiden, wo die Erdrinne so dünn ist, dass man einbrechen kann. Und wo werden die Sioux morgen sein? Am oberen Ausgang des Canyon. Ich muss an meinen Vater denken. Wer weiß, ob er noch lebt. Ich bin überzeugt davon. Die Ogallalas wollen ihre Gefangene nach dem Häuptlingsgrab bringen. Und das tun sie auch. Macht euch keine Sorgen. Nun schlaft, Martin. Ihr müsst morgen bei Kräften sein. Ja, Sir.